Willkommen, Freunde und Feinde. Wir sind zurück aus der YouTube-Verbannung, die uns unser freches Patriotenmaul eingebracht hat. Wir können wieder Videos hochladen. Deshalb will ich hier mal kurz erklären, wie es jetzt weitergeht. Der Kanal ist natürlich von der Löschung bedroht. Das heißt, es kann ohne weiteres sein, dass wir auch wieder ganz schnell weg vom Fenster sind. Von daher gilt es, Vorkehrungen zu treffen, damit die sich für unseren Content interessieren, auch weiterhin unsere Beiträge finden können. Ich meine, es ist natürlich einerseits ärgerlich, wenn der Kanal gelöscht wird, aber andererseits hat es jetzt für uns keine große Bedeutung, dass es uns jetzt irgendwie wirtschaftlich schaden könnte oder so. Aber es ist halt schon so, dass wir tatsächlich lieber selber bestimmen möchten, wann wir mit unseren Formaten mal aufhören und uns das nicht von irgendwelchen Linksguti-Denunzianten entschieden sehen wollen. Wenn man sich natürlich die aktuellen AGBs von YouTube anguckt und auch deren Kooperation mit der Amadeo-A-Stiftung und NetzDG ohnehin, dann weiß man natürlich, wo der Wind herweht und dass es für Leute, die bisschen an der Grenze des guten Geschmacks operieren und hin und wieder auch mal sarkastisch, zynisch und besonders kritisch sind und vielleicht dann auch noch grundsätzlich patriotische Haltung haben, hier immer schwerer bekommen, das ist klar. Aber andererseits kann man sich natürlich auch nicht verbiegen lassen und wir haben jetzt hier und da eh schon Rücksicht genommen und es wurden auch hier und da schon Teile aus Raws rausgeschnitten, gehe ich im nächsten Raum mal drauf ein. Aber grundsätzlich werden wir uns da das Maul nicht verbieten lassen und deshalb haben wir auch die entsprechenden Vorkehrungen getroffen. Zunächst mal, wie der ein oder andere schon gesehen hat, werden wir jetzt eine Trennung machen, dass wir hier auf dem Kanal, solange er noch existiert, uns rein auf die Autothemen beschränken. Ist zwar ärgerlich, aber gut, müssen wir so hinnehmen durch die Kritik. Und auf unserem Zweitkanal, auf unserem Zweitkanal werden wir dann die Raws versenden und auch da haben wir natürlich Vorkehrungen getroffen, dass wir schon weitere Backup-Kanäle haben, auf die wir dann kurzfristig ausweichen könnten. Dazu ist es natürlich wichtig, dass auch die Zuseher entsprechend mitgehen. Deshalb bitte unseren Zweitkanal abonnieren, ich blende es nochmal ein und darüber hinaus auf unserer Website gucken, was es an Informationen gibt, sollte der oder die Kanäle mal abgeschaltet sein. Dann werden wir sicher auf der Startseite irgendwelche Verlautbarungen treffen. Und es wird auch so sein, dass wir in absehbarer Zeit die gestrikten Raws auf einem Webserver von uns anbieten werden und man sich das Ganze dann mit Browser über einen Browser angucken kann. Also wie das mit Safari funktioniert, ist mir klar. Bei Internet Explorer muss ich mal gucken, wie das geht. Aber auch das sollte kein größeres Problem sein. Dann werden die Inhalte quasi unzensiert und uneingeschränkt zur Verfügung stehen und diejenigen von den anonymen Knöpfchendrückern, die müssen dann quasi den Klageweg gehen, wenn sie was wollen. A wird die Frage sein, ob sie das Geld ausgeben wollen, B wird dann auch für uns interessant zu sehen sein, wer sich dahinter bislang anonym verbarg, aber ja, das nur am Rande. Ich denke, das ist auf alle Fälle Vorsorge getroffen, dass wir unseren Content auch weiterhin auf die eine oder andere Art und Weise unter das Volk bringen können. Und ich hatte ja schon in den letzten beiden Exil-Raws gesagt, okay, wenn wir mal 200 Aufrufe haben, dann sind wenigstens die Hardcore-User mit rübergegangen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile auf dem Zweitkanal auch schon über 300 Abonnenten haben und die beiden Raws auch schon roundabout über 1000 Mal aufgerufen wurden, was für so einen kleinen Randgruppenkanal wie für uns eigentlich schon durchaus ein Erfolg ist. Und möglicherweise hat es ja auch zur Folge, dass dann nur die Leute die Reise mitgehen, die auch dran interessiert sind und die ganzen, die sich sowieso nur aufregen, sich vielleicht nicht mehr die Mühe machen, unsere Sachen zu gucken. Das wäre eigentlich wünschenswert, weil warum muss man sich das angucken und dann hinterher striken? Guck's doch einfach nicht, ist doch kein Zwang. Na gut, wie gesagt, es wird sich nicht vermeiden lassen,
dass wir diese Trennung jetzt weiterhin so durchführen, dass wir hier nur noch die Autothemen machen und auf dem Zweitkanal entsprechend die Raws. Es ist aber auch so, dass in den Raws, die gestreikt wurden oder die wir aus Sicherheitsgründen entfernen mussten, sind mittlerweile 4 oder 5, ja durchaus auch aus unserer Sicht interessante Autothemen drin waren. Deswegen werden wir die streiksicheren Sachen nochmal als Auszüge auch hier auf dem Kanal veröffentlichen, weil was weiß ich, wenn ich jetzt auch so sehe, was gestern da in Hart oder Fair zum Thema Dieselskandal und was weiß ich, wie Regierungen, Hersteller damit umgehen und so weiter, bla bla bla, mir das angucke, dann stelle ich fest, vieles von dem, was wir jetzt hier seit über einem Jahr erzählen, wurde dann da auch besprochen. Also wir liegen schon mit vielen Sachen richtig und wir haben doch schon auch immer mal zu Zeitpunkten die ein oder andere Sache erörtert, wo die vielleicht noch gar nicht so bekannt war. Also kann es nichts schaden, wenn wir zumindest aus den Raws nochmal die Autothemen rausfiltern und die hier veröffentlichen. Das Ärgerliche ist dann halt für die Abonnenten, dass die möglicherweise den Content schon kennen oder das auf dem Zweitkanal schon mal gesehen haben. Und ja, das ist dann halt was, da müssen wir mit leben. Also sollte es so sein, dass dann was veröffentlicht wird, was der ein oder andere schon kennt, dann ist es halt so. Sollten wir sich deswegen keine allzu großen Schmerzen machen, wird vorkommen. Wir werden auch ein bisschen den Zweitkanal mit schon bestehendem Content füttern müssen, damit wir da vielleicht noch ein paar Leutchen auch von der Autofraktion draufkriegen. Also wie gesagt, es wird sich leider nicht vermeiden lassen, dass es zu Überschneidungen kommt und möglicherweise Teile oder auch ganze Beiträge sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen Kanal erscheinen. Und wir werden gucken, dass wir hier auf dem Kanal uns dann halt mal, solange wie es ihn noch gibt, auf das Thema Auto beschränken. Da wird auch morgen, also am Mittwoch, dann unser CLS 400D Performance-Test-Video erscheinen. Das ist der neue OM656 Reihenmotor von Mercedes, Euro 6 D-Temp Diesel. Also ist vielleicht auch ganz interessant, mal zu gucken, was wir da so angestellt haben mit der Karre. Tja, kann dennoch versprechen, dass wir auch wie bisher versuchen werden, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, weil ich meine, jetzt könnten oder wir werden natürlich auch damit konfrontiert, dass Zuseher und vielleicht auch andere Leute aus unserem Umfeld sagen: Mensch, mach doch einfach nur die Autothemen, dann habt ihr keine Schmerzen. Und eigentlich seid ihr ja auch ein Kanal, wo sich ums Thema Auto dreht. Ja, ist richtig. Aber Leute, mir geht es einfach so, wenn ich so gucke, wie sich unser Land so zum Nachteil verändert hat in den letzten Jahren und immer mehr verändert. Und wenn ich sehe, was die Mainstream-Presse, die Öffentlich-Rechtlichen und auch die Regierung so teilweise verlautbart und wie die Leute verarscht werden oder wie viele Sachen in einem völlig falschen linksgrünen Licht dargestellt werden, dass eigentlich jeden, der bei klarem Verstand ist, zumindestens mal, auch wenn er nicht auf der patriotischen Seite ist, irgendwie zum Nachdenken bringen muss, dann, ja, da kann ich da mein Maul nicht halten. Also wirklich, wenn du siehst, was abgeht und du bist interessiert an deinem Land, dann müssen diese Bruchteile im Gesamtkonzept mal drin sein. Und also mir wird es auch keinen Spaß mehr machen, wenn ich nur Auto machen würde, weil so diese Mainstream-Arschleck-Kanäle, die auch von vielen geguckt werden, die gibt es ja tatsächlich genug. Warum sollten wir ein weiterer Kanal sein, der nur irgendwelche Autos feiert und was weiß ich, mit irgendwelchen Filmen anfängt, warum ich mir ein Auto kaufen würde und es mir dann doch nicht kaufe oder was ich jetzt in letzter Zeit auch immer öfter sehe, was rasend viel geguckt wird, wenn sich irgendwelche Leute Autos konfigurieren, die sie dann gar nicht kaufen oder sowas. Also ja, keine Ahnung, ist nicht meine Welt, würde ich nicht machen wollen. Okay, wir müssen dann damit leben, dass wir ein Randgruppenprogramm machen und dass wir halt nicht viele Abonnenten finden. Aber möglicherweise ist die Mischung, die wir hier anbieten, doch für den kleinen Prozentsatz der Leute, für die paar Nasen, die wir erreichen, die Spaß dran haben, dann durchaus gewollt. Und ja, es muss immer so sein. Es muss auch uns Spaß machen. Und letzten Endes ist es sowieso nichts, was wir jetzt in irgendeiner Form kommerziell großartig ausschlachten könnten oder können. Also ja, soll den Zusehern Spaß machen. Okay, da gibt es halt nicht so viele von. Uns muss uns Spaß machen. Das ist der Deal, weswegen wir das hier machen.
Und deswegen werden wir auf unserer Linie bleiben, bis uns dann irgendwer den Stecker rauszieht. Und auch dann werden wir noch Alternativen anbieten. Und sollte sich die ganze Sache irgendwann mal erledigen, weil die Zensur immer noch härter wird, ja, dann ist es so, mache ich mir jetzt auch keinen Kopf. Ist nichts, was mich jetzt irgendwie erschüttern würde oder wo ich das Gefühl hätte, das könnte irgendwie für unseren Fortbestand bedrohlich sein. Naja, gut, egal. Wenn wir hier schon mal so gemütlich zusammensitzen und bevor uns vielleicht wieder die nächste endgültige Löschung ereignet, habe ich mir gedacht, könnte man eigentlich noch schnell ein Giveaway machen. Gaspedal mit App-Steuerung. Ich wiederhole nochmal, wieso die Regularien sind, falls wir heute einen neuen Zuseher dabei haben. Also grundsätzlich ist es so, auf unsere Webseite gehen, in der Kompatibilitätsliste gucken, schauen, gibt es für mein Auto was, dann kann ich hier mitmachen. E-Mail schicken mit Autotyp und Giveaway. Wir wollen keine Daten sammeln. Wir sind nicht an irgendwelchen Kundendaten oder irgendwas interessiert. Bei uns gibt es kein Newsletter, kein Mailing, kein nix. Das heißt also, wir brauchen auch keinerlei Informationen im Vorfeld. Einfach nur Giveaway und Fahrzeugtyp oder entsprechend umgekehrt. Wer das haben möchte, muss bei uns in Griesheim vorbeikommen und sich auch einbauen lassen. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Man kann sich nichts auszahlen lassen, es gibt auch kein was anderes nehmen und Aufpreis hin und her, alles nicht machbar. Also wer es gebrauchen kann, kann es haben. Und wer nicht, dann halt nicht. Einsendeschluss für die E-Mail wäre der Freitag um 18 Uhr, also der 25.01.19. Wir suchen dann den entsprechenden oder die entsprechende Gewinnerin raus und melden uns auch am Freitag dann kurzfristig per Mail zurück. Und alles andere lässt sich dann entsprechend klären. Ja, dann hoffe ich mal, dass unser Kanal noch so ein bisschen weiterläuft und dass wir hier für den einen oder anderen, der Spaß dran hat, noch ein bisschen von unserem Content unter die Leute werfen können. Bis dahin, man sieht sich beim RAW. Macht's gut.